Wir kommen zum letzten offiziellen Stück des heutigen Abends. Es heißt Memories of Henry Mancini. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat schon gehört von Henry Mancini? Es gibt doch so etliche. Aber es sind dafür, für das, was der vollbracht hat, sind es doch nicht ganz so viele. Da könnte man fast denken, so ein richtig toller Hecht war das nicht. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Henry Mancini war einer der berühmtesten US-amerikanischen Komponisten. Er wurde für 18 Oscars nominiert und gewann ihn tatsächlich 4-mal. Er holte 20 Grammys und 2 Emmys. Zu seinen bekanntesten Kompositionen gehören zum Beispiel die Filmmusiken zu Der rosa-rote Panther und auch Frühstück bei Tiffany. Wir wollen jetzt eine Zusammenstellung seiner schönsten Melodien spielen und als Unterstützung begrüßen wir hierzu an der Mundharmonika Curry Kantner.